So. Und hier vielleicht ein Gästeraum oder so. Vielleicht wird es auch mal so sein, ich habe hier noch einen Rechner stehen. Dass irgendwann mal jemand zu mir kommt, jemand, den ich kenne. Und dann, dass er hier einfach mitspielt. Also dann wird's leicht zum Let's Play Together. Jetzt gehen wir noch kurz pennen. Und Schlafzimmer will ich unbedingt oben haben. Hier unten ist es mir zu unsicher. Das ist ja hier alles nur provisorisch. So, machen wir es mal zu. Bisschen, ja, wir müssen auch bald wieder die ganzen neuen Bäume pflanzen. Oh, stimmt ja. Es gibt nichts mehr, wie ich da hochkomme. Das muss ich dann mit Leitern machen, wenn ich dann das Dach baue. Dann schauen wir uns das Ganze mal von ein bisschen weiter hinten an. Also ich finde es jetzt richtig nice. Also schon schaut gemütlich aus. Und dann, wenn das Dach noch hier auf die Seite geht, kann man lassen, denke ich. Also, wo sind wir stehen geblieben? Ah ja, die Mine, die wollte ich ja auch noch da anknüpfen. Das könnten wir ja jetzt machen. Aber die Spitzhacke wird es nicht mehr aushalten. Da bauen wir den Stein einfach kurz mit der Hand ab. Okay. Geht wahrscheinlich jetzt dann gleich nach dem kaputt. Nee, hält noch, hält noch, hält noch. Obwohl, die Mine könnten wir natürlich auch draußen lassen. Aber wie sollen wir die anknüpfen? Ich glaube, das würde nicht so schön aussehen. Wir lassen die jetzt einfach erstmal offen. Und dann, was mache ich denn? Wir können ja jetzt hier sagen, okay, hier werden jetzt ein paar Kisten stehen. Wir können uns jetzt noch ein paar Kisten machen, solange wir noch den Holzvorrat da haben. Okay, ich probiere jetzt mal die Birke ein bisschen zu schonen. Wir haben von denen nicht so viele Setzlinge. Ah, man sieht jetzt auch in der Kiste sind so Fächer drinnen. Schön, schön. So. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Wieder zwei Kisten. Dann halt jetzt die schönen großen Kisten. Und dann, obwohl wir könnten hier auch den Boden aus Wolle machen, aber so viele haben wir nicht. Ja, hier können wir dann schön Cobblestone lagern. Ja, die Fackel gefällt mir hier an der Stelle nicht so. Ich würde hier gerne irgend so eine Art künstliche Lichtquelle haben. Ja, hier wird sie mir... Ah, nee, dann lassen wir es hier so ein bisschen dunkler. Ja gut, was könnten wir denn da deponieren? Schauen wir mal. Das ist so Krimskrams. Aber Erde können wir da schon mal lagern. Hier können wir halt so Dreck und Steine lagern, solche Sachen. Aber Steine haben wir jetzt auch keine mehr. Oh, Birkenholz. Dann können wir die Kiste eigentlich wieder mitnehmen. Ja, die können wir auch mitnehmen, da ist eh nur Krempel drin. Das heißt, wieder zwei Kisten. Wo sind die? Hier oben. Wo könnten wir denn jetzt noch eine Kiste unterbringen? Vielleicht unter der Treppe? Jetzt schaut die Treppe halt so ein bisschen dünn aus. Ja, passt. Obwohl... Ich glaube, ich habe da eine Idee, die sogar funktionieren könnte, damit das auch gut ausschaut. Ah ne, die schauen so in klein aus. Aber Versuch ist es natürlich wert. Ja, scheiße. Ich dachte, dann schaut das Birkenholz auch so aus. Kann man dann, ja, man kann die Truhe trotzdem noch aufmachen.
Dann können wir da sogar so eine Fackel reinmachen. Das ist ja auch nicht so blöd. Passt, denke ich. Eine stabile Treppe. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall noch eine Tür. Okay, die holen wir uns mal kurz. Basteln wir uns kurz eine Tür ein, zwei, drei, zack, zack, zack. So. Dann könnten wir uns hier unser Schlafzimmer einrichten. Dann ist es halt dann doch unten. Aber der Platz bietet sich halt enorm an. Oh, hier können wir ja mehrere Schlafzimmer machen. Die trennen wir dann aber durch Stein. Oder so hier. Nee. Ah, wo ist denn unsere Spitzhacke? Die ist kaputt. Ich mache mir mal kurz eine neue, bevor ich dann die Aufnahme beende. So, da habe ich heute wieder die Spendierhosen an und mache uns einfach mal eine Eisenspitzhacke. Denn ihr wisst ja, Stein ist ja wie gewöhnlich jetzt nicht so toll. Jetzt ist der Raum hier nicht so symmetrisch. Obwohl doch, das ist 1, 2, 3. 1. Oh. Wow. Cool, hier ist ein Baum gewachsen. So. Jetzt könnte man hier noch sowas machen. Nee, das ist ja so eine Art Abstellregal. Dann trennen wir das hier einfach mal an dieser Stelle. Dann kann man dann so zwei Schlafräume machen. Sagen wir mal, der hintere ist für mich. Schaut doch, denke ich, ganz gemütlich aus. Die Fackel tue ich dann hier hin. Und dann machen wir das dann so. Nee, gefällt mir nicht. Ist zu hell. Da muss auf jeden Fall anderes Holz hin. Ganz normales, gutes Eichenholz. Und dann muss man das dann hier so machen. Und das voneinander trennen. So. Jetzt brauche ich nur noch zwei Türen. Zack, 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 zack. Zack. Okay, die Axt werden wir demnächst gleich wieder brauchen, wahrscheinlich. So wie ich mich immer verklicke. Zack. Und zack. Obwohl, ich glaube, das war hier, oder? Ja, genau. Hier wurde der Raum ja getrennt, das heißt, Nee. Hier wieder zu. Da könnten wir hier noch so eine Kiste machen. So. Kisten werden wir auf jeden Fall noch tausende brauchen. Bei Minecraft findet man echt mehr, als man denkt. Dann vielleicht noch hier so ein Licht. Weil drinnen gibt es ja kein Licht. Außer bei mir. So. Dann haben wir jetzt auch hier so einen Schlafraum. Was ich jetzt noch gerne machen würde, ist ein Schild, um das dann natürlich auch zu beschriften. So. Ah, man bekommt jetzt drei Schilder. Das ist ja ganz toll. Das habe ich jetzt nicht gewusst. So, hier sind die Schlafräume.
Hier geht's, Ob. Ja, warte. Obergeschoss. Jo. So, und jetzt haben wir die Qual der Wahl. Wie nennen wir unser Haus? Nennen wir es jetzt einfach mal Schenke zum schlechten Omen. Habe ich ja schon mal angedeutet. Aber das wird natürlich wechseln. Also, wer einen Namen für das Haus hat, kann es mir natürlich gerne sagen. Das soll ja jetzt nicht einfach so mein eigenes Haus sein, sondern auch so eine Art Haus für mehrere Leute. So eine Art Gasthaushalt. Aber ja. Jetzt haben wir hier den Stein. Bisschen XP sammeln. Okay. Dann bringen wir den gleich mal hier rein. So. Ja, was ich halt noch kurz mache, bevor ich die Aufnahme beende und anfange zu rendern, ist Wolle 1, 2, 3. Noch ein weiteres Bett. Weil wir haben ja zwei Schlafräume bisher. Oben können wir dann noch einen machen. So. Ja, also ich könnte hier schon schlafen. Wenn es halt auch wirklich so aussehen würde. So mit Blöcken und so. So. Schauen wir noch mal kurz raus. Oh, ja. Dann überspringen wir noch kurz die Nacht, gehen hoch zum Balkon und dann beende ich kurz dann die Aufnahme. So, ich habe mir wieder keine Themen bereitgelegt. Ich bin so ein Fisch. Aber egal. Bis zum nächsten Mal habe ich Themen. Das sollte ja, wie gesagt, nur so ein kleiner Quickie sein. Nur kurz Aufnahmen, zack, zack. Kurz durchrendern. Kurz durchrennen übrigens 10 Stunden. Und mein CPU ist sehr schnell. Oh, wie komme ich jetzt hoch zum Balkon? Ja, toll. Ich bin so ein Fisch. Ich kann mich in meinem eigenen gebauten Haus nicht aus. Okay, das müsste in etwa hier sein. Bin ich King oder bin ich King? Also ein bisschen breiter. Und hier will ich unbedingt einen Kamin haben. Das ist oberste Voraussetzung. Und auch wenn mir das ganze Haus abbrennt. Ich will den Kamin haben. Okay. Gut, an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Man sieht sich hoffentlich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft. Ja, ich probiere es jeden Tag hochzuladen. Und beim nächsten Mal auch wieder mit Themen, damit ich einfach durchrattern kann. Ich laber dann wie verrückt. Hier habe ich mich ein bisschen zurückgehalten, weil ich mich ein bisschen auf Spawn konzentrieren musste. Und ja, dann denke ich, Ruffy sagt auch ciao. Also Jungs und Mädels, man sieht sich bis zum nächsten Mal. Ciao.